Rishikesh. Rishikesh befindet sich ein paar hundert Kilometer nördlich von Indiens Hauptstadt Delhi und ist die Yoga-Hauptstadt der Welt. Schuld daran sind die Beatles. Die kamen nämlich 1968 nach Rishikesh und wohnten mehrere Monate in einem Ashram. Hier entstand das White-Album. Das hat natürlich wahnsinnig viele Fans und Nachahmer angezogen. Und diesen Ashram, den gibt es seit 1995 nicht mehr offiziell. Und dann war er irgendwie geschleppt. Und jetzt ist es so eine Art Museum. Also hat auch 600 Rupees gekostet, der Eintritt. Was ich wahnsinnig teuer fand, aber es ist halt so, ist alles verfallen. Aber man kann trotzdem, es ist ganz cool, da rumzulaufen. Und es sind halt voll viele so Street-Art-Graffitis da. Hat jede Menge Touristen an und die meisten kommen halt hier umher, um Yoga zu machen. Jedes zweite Haus ist eine Yogaschule oder um zu meditieren, irgendwie in den Ashram zu gehen, Schweigewoche zu machen. So Sachen kann man hier machen. Also es gibt hier viele Touristen, die kommen hier extra her, die fliegen von ihrem Land nach Delhi und dann von Delhi hierher und dann bleiben die hier 3 Wochen und dann fliegen sie wieder nach Hause. Also von dem Indien, was ich sonst so kenne, was für mich das echte Indien ist, davon haben die halt sehen die gar nichts. Aber nichtsdestotrotz ist es hier, also ich könnte ja auch 2 Wochen oder 3 Wochen bleiben, das ist kein Problem. Hier geht die Zeit einfach langsam, es ist überall laufen Gurus rum und Babas. Es gibt kaum Autos, es ist alles so organisch. Auf der Straße kostet der Kaffee 10 Rupees, hier kostet er 160 und ist aus so einer italienischen Maschine. Und ich würde sagen, das ist India Light. Es gibt aber noch eine richtige Stadt, Rishikesh. Das ist dann so wie Indien normal. Und ja, die meisten Inder, die hierher kommen, die machen auch kein Yoga, sind eigentlich nur die Touristen. Das ist irgendwie, erinnert mich ein bisschen an China, wo auch irgendwie nur die Touristen Kung Fu gemacht haben und das andere so ein bisschen was von früher war. Aber es ist hier halt ein Riesengeschäft. Die Inder laufen normal im Jogginganzug rum und die ganzen Touristen natürlich in so indischen Sackleinen, so in Hippie-Klamotten. Ich kann mich selber natürlich auch gar nicht ausnehmen davon, weil ich habe mir selber auch so eine Alibaba-Hose gekauft. Hallo. No money. No, thank you. No money. No, thank you. No money. Capra, baby, can leave. Two baby, capra. No money. Es ist halt direkt am Ganges auch noch. Also der Ganges entspringt hier in den Bergen. Es ist am Fuße des Himalayas. Und es ist eben der heilige Fluss, der übrigens aus dem Kopf von Shiva entspringt. Manchmal gibt es so Bilder von Shiva und da ist so ein weißes Ding raus. Das ist der Ganges. Ja, wenn man am Ganges ist, ist es natürlich Pflicht, ein Bad im Ganges zu nehmen. Und ich glaube, wenn man in Varanasi ist und so, da ist es schon so oft durchs Land geflossen, da ist es einfach zu dreckig. Hier ist es dann noch relativ sauber. Und da, wo die Frau jetzt gerade ihre Klamotten wäscht, habe ich jetzt gerade ein heiliges Bad genommen. Es ist scheiße kalt, weil, wie gesagt, das Wasser kommt aus dem Himalaya. Aber ja. Kurz reingedippt. Muss reichen. Und jetzt lasse ich mir hier die Glatze rasieren und den Bart schneiden. Heiliger Waschtag nenne ich es. Dann bin ich da mal in den Bergen gewesen. Hello. Hello. Wir haben ein bisschen Whisky getrunken. Eigentlich, ich hatte vorher gelesen, das ist eine fleisch- und alkoholfreie Stadt.
So ganz stimmt es nicht, weil also in der richtigen Stadt, man kann hier auch schon Alkohol kaufen und so, aber nicht offiziell. Und dafür wird hier natürlich wahnsinnig viel gekifft. Also hier in dem Café kann man drinnen auch kiffen und so, ist kein Problem. Obwohl Marihuana in Indien illegal ist. Ja, gestern war ich dann bei so einem Tempel in so einer Zeremonie, anderthalb Stunden wird dann gesungen. Ich bin ja nicht so anfällig für dieses Esoterik-Zeug, aber hier gibt es halt auch eine Menge Leute, gerade Frauen würde ich sagen, die halt da total, die sind total abgeflasht davon und haben ihr inneres Selbst gefunden und erzählen nur noch davon und wie sie ausgeglichen sind und so, aber naja, das ist mehr in ihrem Kopf, würde ich sagen. Auf der einen Seite, gestern war eine da, die hat dann irgendwie ihre Kreditkarte und sowas geklaut worden. Und die hat dann so, ja, es macht mir gar nichts, ich schaue von außen auf mich selbst drauf und das ist eine Geschichte, die ich sehe, es macht mir gar nichts aus. Und im nächsten Moment erzählt sie halt, wie sie den angeschissen hat, weil sie total ausgerastet ist und so. Und das hat sie halt irgendwie vier so Stories, wie sie irgendwie abgezogen worden ist und dann total ausgerastet ist, die Leute angeschrien hat, aber dann aus ihrer Sicht ruht sie halt in sich selbst. Und also ja, es gibt hier eine Menge Leute, wie man sagen würde. In Deutschland würde man sagen, die haben eine schöne Klatsche. Hier ist es halt alles ganz normal. Es sind ja alles freundliche Menschen, aber die sind halt ein bisschen auf dem Esoterik-Trip. Und ich meine, wenn ich in Indien wandern, ja,